Hallihallo, jetzt bin ich hier mit einem Päckchen von der lieben Jennifer. Die ist auch aus Facebook, habe ich sie kennengelernt. Sie ist auch in meiner Resin-Gruppe drin. Und ja, haben wir mal so ein kleines Paket ausgemacht. Es ist ihr erstes Tauschpaket. Und ich bin schon echt sehr gespannt. Also dein schicke ich morgen los. Also, da kriege ich auf jeden Fall fertig und ich packe einfach mal aus. Also hier ist erstmal so eine 3D-Karte mit so einem schicken Motiv. Ich lese mal kurz. Ich wünsche dir auch schon mal frohe Weihnachten und auch einen sehr guten Rutsch. Ich hoffe mal, den haben wir alle. Man weiß ja nie, was passiert. Gut, und dann fangen wir mal an. Achtung, Bombe. Okay, also ich fange einfach mal an. Bin sehr gespannt. Das ist eine Eisbombe. Kenne ich gar nicht. Ich glaube, meine Katze will gleich ins Bild. Ja. Es tut mir leid, aber sie will irgendwie kuscheln. Sie ist auch leider gerade sehr rollig und geht mir irgendwie kaum von der Pelle. Weiß auch nicht, was ist das? Ist das ein Kaubonbon? Ich weiß es nicht. Also ich kenne das wirklich gar nicht. Kannst du mir ja mal schreiben. Also ich weiß nicht, was es ist. So, ich packe das Paket mal ein bisschen zur Seite. Damit ihr denn das andere besser sehen tut. Das nicht, das auch nicht. Das ist recht noch nicht. Zum Eingießen 1. Nehmen wir erstmal. So, hier haben wir einmal so Streudeko-Sternchen. Könnt ihr das sehen? Ich glaube, mein Handy will wieder nicht. Einmal die Streudeko-Sternchen und dann hier so eine Blüten. Die Blüten habe ich gar nicht. Also so eine Sternchen habe ich. Und ich muss dazu sagen, genau so eine Sterne habe ich die auch eingepackt. Denn die Blüten, alle schön bunt. Die gefallen mir super. Weil ich will demnächst so eine schöne Blumenwiesen gießen. Dazu kann ich die super gebrauchen. Dankeschön. So ganz kleine Päckchen hier. Hier steht. Irgendwie zum Rühren steht da drauf. Ich kann das erste gerade nicht wirklich entziffern. Ich mach das mal auf, hinter der Kamera, weil ich glaube, das wird sehr schwierig aufzubekommen. Das ist nicht so einfach. Ich versuche mein Möglichstes, das irgendwie sauber aufzubekommen. Ich schätze mal, dass da Rührstäbe drin sind. Ah, cool. Ja, echt. Zwar hier so McDonald's-Stäbchen. Hab ich nicht einen von, weil wir haben in der Nähe kein McDonald's. Und dafür sind die natürlich ideal, denn. Also die kann mir auch jeder immer gerne mitschicken. Ich habe keine Möglichkeit, so schnell dahin zu kommen. Also die sind top. Finde ich genial. Dankeschön. Die sind cool. So. Pelen 1. Packen wir den mal aus. Ja.
So. Haben wir da Perlen. Die sehen irgendwie cool aus. Das sind so Metallic-Perlen in Blau. Mit dem Muster drauf und schwarz. Die sind irgendwie echt cool. Die gefallen mir. Die sind auch sehr schön für den Bauch für Perlenengel. Die mache ich ja so genüge. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit wieder gehen die gerne mal weg. Zum Finish deiner Werke. Okay, da kann ich mir jetzt auch nichts drunter vorstellen. So, du hast ja schon was einfallen lassen, was du darauf schreibst. Ich versuche das ja auch immer, aber irgendwie fällt mir manchmal echt noch nicht ein, was man darauf schreiben kann. Ist manchmal gar nicht so einfach. Man will ja auch immer Spannung drin behalten. Ah, das ist ja genial. Konntest du ahnen, dass ich sowas brauche? Ich habe so gut wie keine Biegeringe mehr. Also, top. Dankeschön. Genial. Das ist richtig cool. Das freut mich auch richtig toll. Also bis jetzt super geil. So, Perlen 2. Nehmen wir das mal gleich hinterher. Ich bin so gespannt. Ich liebe Tauschpäckchen. Das ist leider mein fast letztes Tauschpäckchen erstmal, weil im Januar ziehe ich ja um. Und dann kann ich im Januar kann ich gar keine mehr machen. Also es funktioniert nicht. Ich denke mal, Anfang Februar werde ich die nächsten wieder machen. Das ist ja cool. Ich kann gar nicht viel sehen. So, und zwar sind die so... ja, Mini-Perlen. Seht ihr gar nicht so schön, wie ich das hier sehe. Jetzt. So eine Metallic-Optik. Genau solche... finde ich richtig hammergeil. Habe ich auch eine große Tüte von. Aber ich glaube, die sind größer, die ich habe. Diese sind noch kleiner. Die habe ich, glaube ich, auch in deiner Gruppe gesehen, wo du die gekauft hattest, also in meiner Gruppe. Kann das sein? Also ich glaube, ja. Ja, das hast du, glaube ich, bei eBay gekauft. Ja, die sind top. Ich liebe sowas. Genial. Und hier haben wir denn... ich sehe es nicht mal. Ja. So kleine Rokalperlen. In grün und rosa. Rosa? Na, eher lila. Es kommt jetzt eher rosa rüber, aber das ist eher lila. Sind auch immer gut. Wo ich damit immer nicht so viel mache. So. Dann zum Eingießen 2. Entschuldigung. Ich komme im Moment immer gegen mein Kabel vom Handy, da es ja leider mal wieder leer war und dann musste ich das erstmal am Ladekabel anschließen. Du kannst auch Gedanken lesen, oder? Hier, Flitterzeug in Silber. Genau das habe ich dir auch eingepackt. Also, es tut mir leid, wenn wir uns das Gleiche schicken. Aber gebrauchen kann ich es immer. Also... das ist Gliederkette in Bronze und ich glaube, ich packe das mal aus. Irgendwie sieht man das so nicht richtig, wenn ich den Anfang finden sollte. Das ist nämlich nicht einfach hier, weil das alles so klein verpackt ist. Ich kann sowas immer nicht so schnell öffnen, so kleines Zeugs. Du wolltest es auch besonders spannend, glaube ich. Wenn du das alles so klein verpacken tust. So. Jo. Also. Da haben wir einmal ein Stückchen... grobe Gliederkette in Silber. Dann ein Stückchen mittelgrobe Gliederkette in Schwarz. Dann ein langes Stückchen eher.
auch so mittelgrobe Kette in Bronze. Ist auch besonders schön, weil in Bronze habe ich auch noch ganz wenig bis jetzt. Ja, und dann natürlich Gliederkette, das ist ja auch mal genial. Ich habe noch keine einzige Gliederkette. Kugelkette meine ich. Also sowas könnt ihr mir immer mitschicken. Ich habe allerdings, die Verschlüsse müssten passen, die ich habe. Deswegen wollte ich letztens auch diese bunten Ketten haben, aber die nehme ich dann nur für Schlüsselanhänger. So richtige Ketten habe ich noch gar nicht. Cool, dankeschön. Dann packen wir. Das ist nicht. Zum Eingießen 3. Ich glaube, meine Kamera. Dings ist heute auch nicht gerade toll. Ich muss andauernd auf den Zoom klicken, damit der Zoom tut. Sonst zoomt er nicht alleine. So. Dann haben wir hier. So wie ich das sehe, Paillettensternchen. Ist alles sehr gut verpackt. Mal wieder. So. So sieht man das. Oh, jetzt ganz gut. Sind mir gerade ein paar rausgefallen. Und zwar sind das so Paillettensterne, also so Streudeko. Verschiedenen Farben. Der Zoom will mal wieder nicht. Das ist so schlimm, ist das. So. Ihr seht es ein bisschen, also normale Sterne und so mit Loch, so eine anderen Sterne, dann so, die sind dann eher in, ja, hellblau. Finde ich auch nicht schlecht, weil Sterne kann man eh immer gebrauchen. Sterne finde ich eigentlich mit am coolsten fürs Eingießen. Sammeln wir mal kurz die anderen wieder ein, die hier rausgefallen sind. Nur kurz gedulden. Falls ich sie jetzt alle kriege. Die flutschen immer wieder weg. So. Und ganz vorsichtig hinpacken. So. Dann nehmen wir mal Perlen 3. Ach ja, ich liebe Tauschpakete. Falls ihr auch mal irgendwas anderes sehen wollt oder so, ihr könnt mich immer fragen, was ihr haben möchtet. Auch wenn ich Tutorials machen soll. Also ich versuche mein Bestes. Ich mache das alles im nächsten Jahr dann, wenn ich mehr Zeit habe. So, hier sind Raindrops drin, in rosa. Die sind auch genial, weil gerade rosa habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich habe, glaube ich, nur pink, aber so richtig rosa habe ich, glaube ich, nicht. Top. Irgendwie glaube ich echt, du kannst Gedanken lesen. Also mir gefällt es bis jetzt richtig toll. Mischmasch. Machen wir mal erstmal Mischmasch 1. Ich bin gespannt. Mischmasch. So. Oh. Da sehe ich schon ein paar richtig tolle Sachen. Die Katzen habe ich mir gerade bestellt. Auch in Facebook. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Anja Wagemann. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Da habe ich mir diese Katzen bestellt. Ich glaube, es waren nur 2 oder 4 Stück. Aber umso mehr, umso besser, ne? Gleich noch wieder eine dazu. Die finde ich nämlich auch so niedlich. Ich packe euch das mal aus, dann könnt ihr das alles besser sehen. Gucken wir uns das mal alles an, was da drin ist. Wenn ich es denn bekommen kann. Gut, dass man eine Schere zu liegen hat. Also, da ist, wie gesagt, hier ist die Katze.
sind da Metallicblüten, Alublüten sind da drin. So eine Rosen. Sowas habe ich gar nicht. Und so ein Flügel, den habe ich dir auf jeden Fall auch reingepackt. Dann ist da so eine kleine Kitty. Die ist ja auch mal voll niedlich. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche mal schärfer zu machen. Das ist der Zoom. Ich hasse es. Das ist voll furchtbar. Ich möchte euch das so zeigen. Jetzt. Oder auch nicht. Er verzoomt sich immer gleich wieder. Da, jetzt seht ihr die Kitty, glaube ich, ganz gut. So einen kleinen Roller. Denn so ein Seestern ist da noch drin. Seht ihr von da besser? Ja. Die Tüte ist voll genial. Also gefällt mir top, was da drin ist. Ganz ehrlich. Ist immer wieder geil, sowas. So, dann Mischmasch 2. Gerade so, diese Mischmaschtüten sind ja eigentlich auch mit am coolsten, weil da weiß man ja gar nicht, was drin ist. Und ich sehe richtig coole Sachen. Das ist ja mal genial, ist das. Das ist ja cool. Das ist so eine, ja, Drachen. Ja, so ein Drachenteil irgendwie zum Anhängen. Das ist auch eine Art Perle. Also hat jedenfalls Löcher. Der ist ja mal voll genial. Und die Katze ist ja mal cool. Die kann man bestimmt auch cool abformen. Das ist ja cool. Dann auf der anderen Seite, da ist noch so eine Blüte drin. Ich guck mal, ob ich das aufbekomme. Falls, wie gesagt, irgendwie. Hole ich mal die Blüte raus, damit ihr die besser sehen könnt. Und zwar ist das hier so ein Cabochon. So eine Margarite. Die ist cool. Habe ich auch nicht sowas. Ach ja, der Zoom liebt es. Jetzt seht ihr sie gut. Gefällt mir auch voll gut. Eigentlich alles, was bis jetzt in diesem Päckchen war. Also ich bin voll begeistert. So. 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 Dann packen wir selbstgemacht. Nein. Dann machen wir erstmal die Form auf. Oder nee, ich sehe noch was. Mischmasch 3 machen wir erst. Wir hatten jetzt 1 und 2, dann machen wir gleich hinterher die 3. Das ist ja wieder eine schöne Tüte, ist das. Also da hole ich alles raus und zeige euch das dann auf der Hand. Wenn ich es dann rausbekomme. Ist das oben nochmal zugemacht? Wollt's mich echt ärgern. So, dann haben wir 2 Stück von diesen Teilen. Ja, immer erst wieder hin und her probieren mit dem Zoom, was er euch denn möchte. Und es fällt da wieder runter. Ist auch immer cool, wenn das nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Jetzt. So ein Schmetterling, den hat sie mir 2-mal reingepackt. Dann
so ein Metallteil mit so einem Vogel und so einem Ast. So voll schön. Den auch zweimal. Nee, dreimal sehe ich hier. Und die ist ja wohl mal genial. Ich finde Elfen so toll. Die ist wunderschön. Da muss ich mal gucken, ob ich die irgendwann eingegossen bekomme, dass ich eine große Form habe dafür. Die ist cool. Dankeschön. Top genial. Dann haben wir drinne so kleine Delfine. Ist alles in Bronze bis jetzt. Da haben wir vier, nee, drei. Drei Stück von. Dann hier so ein Ast als Charme. Den haben wir zweimal drinne. Dann, was ist das? Ja, ich glaube irgendwie ein Osterhase oder so. Irgendwie sowas. Davon einer. Denn in Gold haben wir hier so eine Sonne. Die habe ich auch, die Sonne. Und dann auch einmal so eine Sonne. Und einen goldenen Schlüssel. Weil du nicht alles ahnen kannst. Ich habe diesen Schlüssel. Ich hatte einen einzigen. Den habe ich in ein Medaillon gegossen. Und ja, jetzt habe ich wieder einen. Ich find's cool. Dann hier so einen kleinen Mond. Weil die ist jetzt richtig rum, ja. Seht ihr das? Mal so zeigen. Und was haben wir hier noch? Ein kleines Mädchen. Die gab es, glaube ich, auch mal bei Anja Wagemann. Da gab es so einiges davon bei Anja Wagemann mal. Ich glaube, du bestellst da auch. Kann das sein? Und dann hier so ein großes Teil, so eine Blume. Also da drinnen kann ich mir zum Beispiel super geil vorstellen, dass man da auch was reingießen tut. Zum Beispiel. Machbar wäre es. Oder irgendwie was reinkleben. Das finde ich cooler Teil. Echt genial. So, dann machen wir auf die Förmchen. Da bin ich auch schon so gespannt, welche Form sie mir jetzt wirklich reingepackt hat. Wir hatten ja ein paar abgesprochen. Da war mal irgendwie so eine runde und so eine Herzform, glaube ich. Mal gucken, was da jetzt so wirklich drin ist. Ja, genau die beiden. Einmal hier so einen runden. Auch schön glänzend. Ich glaube, die Größe habe ich auch wirklich noch nicht. Also ist genial. Kann man die nicht auch umdrehen und andersrum benutzen? Das Muster ist cool. Na, ähnlich. Aber das Muster wäre auch cool dafür. Die und die Herzchen, die wir abgesprochen hatten. Und die sind aber auch echt mini kleine. Ich habe die Form auch schon gesehen jetzt. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich mir diese Form noch bestellen tue, weil die kostet ja nur 1 Euro. Also genial. Und da sind so viele Herzchen drin, ich glaube 48 Stück oder so. Die ist top. So kleine Mini-Herzchen. Kann man mini kleine Schlüsselanhänger oder sowas machen. Finde ich genial. Gleich auch so viele davon eingepackt. Dankeschön. Finde ich voll supi. So. Dann packen wir mal Sticker aus. Sticker sind ja auch immer richtig geil. Also, was ich ja noch suchen tue, ist ja eher so. Ja. Rilakkuma und sowas in der Richtung. So Kawaii-Zeugs. Sowas habe ich noch gar nicht. Die Eulen habe ich mir letztes gerade im Teddy gekauft. Aber ich fand die selber, ich fand die so toll. Ich pack das mal aus. Können wir auch den Rest angucken. So eine Beutelchen suche ich auch noch. So eine Flachbeutel.
So und ganz. Ich habe immer nur die zum Zumachen oben. So ganz normale, so habe ich gar nicht. So, dann haben wir hier noch so Blätter dazu drin. Zweimal. Und hier so ein Herzchen. Und so eine Klammer. Finde ich auch voll schön. Einmal das. Und ja, dann hier sind hier so eine Teddybärchen drin. Auch so eine Art Strass-Motive. Und dann darunter nochmal so eine Blume. Und ein Ball. Ich glaube, das muss ich nicht auspacken, das sieht man eigentlich. So, dann packen wir gleich noch Sticker 2 aus. Gleich schon wieder am Ende. Wie schade. Ich könnte den ganzen Tag nur so eine Päckchen auspacken. So. Und zwar haben wir hier solche Sticker drin. Die sind ja auch mal toll. So Smileys, die sind auch so. Ja. Da ist auf jeden Fall so eine kleine Resin-Schicht auch drauf. Also so eine Kristallsticker. So eine Smileys und so eine Schmetterlinge. Die sind auch voll schön. Wenn man die eingießt, das sieht bestimmt toll aus. Leider habe ich im Moment kaum Resin. Ich weiß nicht genau, ob ich mir jetzt noch bestellen tue oder ob ich erst im Januar bestelle. Weil Brennermann geht ja auch im Urlaub und ja, ich bin am Überlegen. Was ich ja so gerne hätte, wären diese Pigmente, diese Tagleuchtpigmente. Die sind ja so hammercool. Aber das kann ich mir im Moment noch nicht bestellen. Leider. Die finde ich so genial, die Teile. Am besten in allen möglichen Farben. So. Dann haben wir hier so Puffy-Sticker drinne. So verschiedene Schmetterlinge. Ich mach die mal raus. Knister, knister. So. Und zwar einmal so ein. Dann so ein. Dann so eine Schnecke. Und nochmal so ein Blümchen. Die sind auch voll cool. Dann, was haben wir hier noch? Bling, bling. Habe ich ein Bling, bling 1 gehabt? Nee. Ach, da ist noch was. Bling, bling 1. Machen wir jetzt Bling, bling 1 auf. Ich wollte die ganze Zeit schon immer Bling, bling 2 nehmen, aber ich möchte von vorne anfangen. Und ja. Deswegen habe ich schon die ganze Zeit immer das Bling, bling 1 gesucht. Bling, bling. Bin mal gespannt. Ach, das sind diese. Die hast du gezeigt in der Gruppe. Das sind diese kleinen Schmetterlinge. Die sind cool. Danke, das ist ja genial. Da kann ich das auch mal ausprobieren mit dem Eingießen damit. Die sind aber auch mini klein, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Halbwegs, ne? Das geht halbwegs. Die sind auch richtig cool. So, und dann gleich noch Bling Bling 2. Alles so klein verpackt. Also so ganz so klein verpacke ich das nicht. So, was haben wir denn hier? Glitzer. Grober Glitzer, so wie ich das sehe. Einmal in Silber. Oder. Ach ja, das sind Vierecke. Viereckiger Silberglitzer. So ein Flitterkram. Und. Auch nochmal viereckig. Ja, viereckig in Gold. Das ist auch cool, habe ich noch nicht. Also, weiß nicht, was der Unterschied. Ach, das ist so ein Sechskant, ist der erste gewesen. Das ist auch cool. Das ist mal was anderes, nicht mehr so dieses ganz normale Glitzer nur.
So, dann haben wir noch zwei Päckchen mit Vorsichtglas. Packen wir mal das erste aus. Mal ganz vorsichtig, wenn sie raufschreibt, Vorsichtglas. Das ist ja cool. Also einige Perlen davon kann ich ja wunderbar gebrauchen. Einige wieder nicht so. Also es kann auch passieren, dass ich die dann weiter vertauschen tue. Ich hoffe, du bist mir dann ja nicht böse. Aber die sind voll schön. Ich kann immer hauptsächlich so die größeren Perlen gebrauchen. So kleine oder auch viereckige kann ich meistens nicht so gebrauchen. Aber die sind voll schön. Also ganz ehrlich. Cool. So, und dann haben wir ja noch ein zweites mit Vorsichtglas. Die sind auch toll. Oh, die Eule ist ja wohl voll niedlich. Und guckt mal. Die ist ja cool. Die darf ich gar nicht verwenden. Die ist ja so niedlich. Denn so eine Herzen habe ich, glaube ich, auch ein, zwei. Und die sind cool. Die verwende ich auch auf jeden Fall. Die Eule bleibt bei mir. So, und dann haben wir noch das selbstgemachte. Zwei so kleine Päckchen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was das sein könnte. Ja, stimmt, wir hatten ja so eine Kristalle abgemacht, ne? Cool. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich mir eine Form besorgen tue dafür. Und zwar werde ich diese Kristalle abformen. Dann habe ich auch eine Form. Finde ich voll genial. Dankeschön. Ist einmal so ein grüner Glitzer mit drinne. Denn so ein blauer. Finde ich auch voll cool, die Teile irgendwie. Und der mit so einem Glitzer. Irisierender Glitzer ist da drin. Der mit so einem Gelb. Für Deko, denn sind die sowas von cool. Und dann gehe ich stark davon aus, dass hier Kugeln drin sind. Weil wir hatten ja eigentlich die Kugeln abgemacht. Ich glaube, wir wurden eben kurz unterbrochen. Tut mir echt leid. Ich werde das zusammenschneiden, dann kriegt ihr das gar nicht weiter mit. Wir waren beim selbstgemachten Auspacken von dem zweiten Päckchen. Also ich weiß nicht, wie das eben kam. Tut mir echt leid. Ja, und hier sind die Kugeln drin. Und noch mehr Kristalle. Cool. Da haben wir hier so ein Orange mit so einem Goldglitzer drinne. Natürlich ist das wieder überhaupt nicht eingestellt mit dem Zoom. Ich möchte, dass ihr das auch sehen könnt. Das geht gerade gar nicht. Ach ja. Ich liebe das so hin und her zu spielen. Das ist echt unfair, wenn ihr das nicht sehen könnt. Ich versuch's mal von weiter weg zu zeigen. Irgendwie geht das nicht. Wie gesagt, so ein. Oder rot ist das bald. Nee, orange. So einer und dann einer an rot-pink. Kommt mir gerade eher so ein bisschen rot vor. Weiß ich jetzt nicht genau. Die Kamera sieht auf jeden Fall pink aus. Auch mit pinken Glitzer drin. Und nochmal so ein grün.
Die finde ich eigentlich bald am coolsten. Und dann haben wir hier noch so Kugeln. Was ist hier passiert? Hast du da erst eine Schicht gegossen und dann das raufgegossen? Sieht ja merkwürdig aus. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Sind so Mikroperlen, glaube ich, drin. Ich glaube, ihr seht davon so gut wie gar nichts. Ach ja. Ich hasse es. Zoom wird gar nicht mehr. Also es geht nichts. Ich weiß auch nicht, was der hat. Schade, dass ihr das nicht so sehen könnt. Dann haben wir hier so eine in Gold. Dann haben wir eine. Ja, blau, glaube ich. Sieht eher blau aus. So halb und halb. Und eine in Gold-Silber. Finde ich cool. Dankeschön. Also ich fand dein Päckchen echt nicht schlecht. Ich kann so gut wie alles echt super gebrauchen. Wie gesagt, deines geht morgen zur Post. Ich hoffe, du freust dich auch sehr darüber. Und dann würde ich sagen, vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.